Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat an den Feierlichkeiten anlässlich des 80. Jahrestages des D-Day in Frankreich teilgenommen. Am D-Day landeten die Alliierten in der Normandie. Mit einer der größten Militäroperationen im Zweiten Weltkrieg begann die Befreiung Westeuropas von den Nazitruppen. Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine bemüht sich Zelensky weiter um westliche Unterstützung für sein Land. Auch US-Präsident Joe Biden nahm an den Feierlichkeiten teil. Sein Land hat der Ukraine zuletzt ein Militärhilfspaket in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Er würdigte den Beitrag der USA zur Befreiung Europas im Zweiten Weltkrieg und bekundete seine Unterstützung an die Ukraine. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. Because if we do, Ukraine will be subjugated and it will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened. All of Europe will be threatened. And make no mistake, the autocrats of the world are watching closely to see what happens in Ukraine, to see if we let this illegal aggression go unchecked. We cannot let that happen. To surrender to bullies, to bow down to dictators, is simply unthinkable. An der D-Day-Gedenkfeier nahmen auch die britische Königsfamilie, der britische Premierminister Rishi Sunak und der Präsident des Gastgeberlandes Emmanuel Macron teil. Während der Gedenkfeier in Colville-sur-Mer zeichnete er 11 US-Veteranen mit der Ehrenlegion, der höchsten französischen Auszeichnung, aus. Monsieur Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde wegen des Krieges in der Ukraine nicht eingeladen. Macron würdigte an dessen Stelle die Kämpfer an der Ostfront und den entschlossenen Einsatz der Roten Armee. Er betonte jedoch, dass es die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 und die darauf folgenden Schlachten in der Normandie waren, die die Nazis schließlich aus Frankreich vertrieben.